Heute am 27. Januar erinnern wir an die Opfer des menschenverachtenden Regimes der Nationalsozialisten. Wir gedenken all jener, die von den Nazis ihrer Würde, ihrer Rechte und ihrer Existenz beraubt, ausgeschlossen, verfolgt und ermordet wurden. Wir trauern um die Juden und Sinti und Roma, die einer systematischen rassistischen Vernichtung ausgesetzt waren. Wir erinnern in ehrendem Gedenken an all die anderen, die in Deutschland und den annektierten und eroberten Gebieten den beispiellosen Verbrechen der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Männer und Frauen des Widerstandes, Christen, politisch Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene und Deserteure, Greise und Kinder an der Front, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Der 27. Januar 1945 liegt heute 67 Jahre zurück. Das war der Tag, an dem Soldaten der Roten Armee die wenigen überlebenden Häftlinge aus dem größten deutschen Vernichtungslager, dem KZ Auschwitz-Birkenau, befreiten. Kurz darauf wurde eine erschütterte Weltöffentlichkeit mit dem unbegreiflichen Ausmaß des nationalsozialistischen Völkermordes konfrontiert. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die gequält, entrechtet oder ermordet wurden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten, und derer, die den Tod fanden, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft leisteten. Beschämt bedenken wir, was in deutschen und christlichen Namen Schlimmes geschehen ist. Wehre allen Versuchen, sich der Verantwortung dafür zu entziehen. Lass uns kraftvoll eintreten gegen jede Tendenz, die sich der Vergangenheit nicht stellt und damit Zukunft gefährdet. את כל הנשמות של 6 מיליון היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחיתו, שנשרפו,